Rosa Barbara, wir gerade Rosa Barber. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem tollen Erfolg hier. Hätten Sie damit gerechnet, hier diesen tollen Preis zu gewinnen? Also, wenn man nominiert ist, rechnet man wahrscheinlich immer damit, aber vorgestellt, also das ist in der Realität umgesetzt. Okay, die Chance war 12%, da kann man schon 12,5%. Für Ihre Arbeit Caro Spezzato und den Rest des Titels spare ich mir, der ist sehr lange. Wie kam es zu diesem Namen von diesem Titel? Also Caro Spezzato ist eine Kunstform in den Chören, ist ein Genre von Chören, die Ende der Renaissance aufgekommen ist, wo eben Chöre anarchisch zusammengestellt wurden. Es gab keinen Hauptsänger mehr, es wurde kreuz und quer gesungen und dieses Genre nannte man Caro Spezzato und ich habe eben eine 16mm Filmskulptur arrangiert, die so einen Chor imitiert. Also die Töne der Kameras, der Lauf der Spulen geben wirklich eine Partitur oder ist, ja. Also nicht Spulen, sondern also die Motoren der Projektoren, die laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten, sodass ein bestimmter Ton zustande kommt. Also ein tieferer, ein höherer. Es ist wie ein Summen von 5 verschiedenen Sängern. Und das ist eben die Tonebene. Und gleichzeitig sehen wir einen projizierten Text. Das sind sozusagen die Stimmen. Und es gibt 5 verschiedene Stimmen. Und manchmal sind sie plötzlich alle synchron und singen alle einstimmig den Refrain. Und dann fängt wieder einer an, eine Frage aufzuwerfen und eine andere Stimme beantwortet sie oder wirft eine Gegenfrage auf. Also man muss lesen und hören, um das Werk zu verstehen. Genau, man muss lesen und hören und wenn man möchte, kann man eben länger drin bleiben, dann tun sich diese verschiedenen Ebenen dann auch auf. Anscheinend hat diese neue Dimension im Medium, Kunst, die Jury überzeugt. Haben Sie vorher schon in Richtung gearbeitet oder steht das Stück in der Form allein? Nee, ich mache sowas eigentlich schon seit über 10 Jahren. Ich bin eigentlich Filmemacherin und ich mache filmische Skulpturen und das war jetzt eine sehr komplexe Arbeit, die ich letztes Jahr auf der Venedig Biennale gezeigt habe und die eben dann hier ausgestellt wird jetzt. Was sind Ihre Projekte in der Zukunft? Gibt es mehr Partituren, Töne im Film oder gibt es andere experimentelle Felder, in denen Sie unterwegs sind? Also ich werde in nächster Zeit verschiedene Ausstellungen haben, wo ich teilweise meine filmischen Skulpturen ausstelle, also kleinere Skulpturen, die ich auch mache, aber auch Filme projiziere. Also ich mache auch klassisch Filme, also wenn man das klassisch nennen kann, aber die als Filminstallationen vorgeführt werden. Was sind das für klassische Filme? Kleine Kurzfilme? Ja, also meistens nicht länger als 30 Minuten. Ich habe zum Beispiel einen Film über eine Insel in Schweden gedreht, die sich jedes Jahr einen Meter fortbewegt und mit Anwohnern versucht, die Insel festzubinden. Und somit entstand am Ende eine Skulptur. Also wir haben die Insel dann festgebunden. Das klingt interessant. Das ist immer Poesie im Spiel anscheinend. Utopie eher. Rosa, wir danken ganz herzlich für das Gespräch.